So, erster Kampf hier in der Frosthöhle, ja? Hier wird auch gekämpft. Oh, du siehst ja richtig stark aus. Ein Kampf gegen dich lasse ich mir nicht entgehen. Tja, solltest du auch nicht, denn ich bin awesome. Astrena Edith. Duokless, ein Geiststahl-Pokémon. Hallo, Dummase. Benutzen wir doch mal Schmarotzer. Ist besonders gut, wenn der Gegner eine hohe Attack hat. Oh, es ruckelt gerade ein bisschen. Ach, weil ich 3D aktiviert habe. Sorry. Ihr seht es nicht, aber dann fängt es natürlich ein bisschen an zu ruckeln beim Catcher. So, nochmal Schmarotzer. Wir sind ja schneller und es könnte vielleicht sogar der Kill sein. Jawohl. Weil es auch ein Volltreffer war. 2319 XP. Wow, fast ein ganzes Level. Knappe Sache. Ja, wir müssen unser Pokémon nicht mal heilen, weil es ja kein bisschen HP verloren hat. Slide, yeah. Okay, wir gehen hier rechts lang. Oben gibt es nichts Wirkliches. Nee. Ob es jetzt hagelt oder Speere von Himmel regnet, ich lege stets ein elegantes Gebaren an den Tag. Diese Einstellung ist ganz selbstverständlich für einen Ass-Trainer unter Ass-Trainern, wie ich eines bin. Ich meine, ey, du bist nur ein Ass-Trainer. Einer von vielen. Trista. Ne? Raichu. I choose you. Come on, Dumazu. So, wir benutzen mal... Ja, Zauberschein macht, glaube ich, am meisten Sinn. Es ist ein Pokémon, was nicht unbedingt viel Attack hat. Und, es hat auch nur Special Attacks. Deswegen, auch wenn er jetzt Rudenschlag benutzt, macht es eigentlich nicht so viel... Das ist nicht so schlimm. Das tat aber wiederum weh. Da wechseln wir jetzt das Pokémon. Und zwar wechseln wir mal auf... Ja, auf Luni. Gestein ist okay. Schön mit Psycho-Attacken. Hoffentlich wird es nicht paralysiert. Das wäre natürlich ärgerlich. Oh. Das wäre ärgerlich, sag ich ja. Psychokinese. Au. Wenigstens kriegt die Psychokinese, geht die Psychokinese durch. Das heißt hiernach... Okay, müssen wir wieder wechseln. Dumazu kriegt genug für ein Level Up, das ist schon mal wichtig. Entoron. Oh, da müssen wir sowieso wechseln. Da können wir jetzt... Ja, da können wir jetzt sogar auf Dings wechseln. Das müsste eigentlich sogar gut passen. Auf Edgar. Das Problem ist, Edgar würde wahrscheinlich viel Damage kriegen. Aber ich glaube nicht... Nee. Ich meine, Psycho-Attacken wären nur halb effektiv... Nee, sind normal effektiv gegen Geister. Also das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie super effektiv wäre. Und das ist nur eine Wasserattacke. Ja, die Defense-Werte. Unsere Defense-Werte sind für den Arsch. Dann muss Ariel ran. Zen Kopfstoß. Rückkehr. Rückkehr. Okay. Oh, Knogger. Knogger ist stark. Knogger ist stark. Ich wechsle mal lieber. Ich wechsle mal auf... Was kann der denn eigentlich nochmal? Gigasauger. Gigasauger wäre super effektiv. Wie viel Def hat der? Och Gott, Gubi ist ja super schlecht. Wie viel Def hat der? Wenigstens voller AP. Wir wechseln mal auf Navi. Fuchtler. Au. Reicht noch. Wir können einmal angreifen. Zauberblatt, come on.
Puh, ja. Kein Crit, aber es war kalkuliert. Ja, jetzt sind wir in der Situation, dass wir fast sicher ein Pokémon verlieren. Deswegen gehe ich auf Gubi. Dafür war Gubi ja da. Ich habe mich hier ein bisschen verkalkuliert, muss man sagen. Aber gut, Gubi, wenn das jetzt... Ich meine, vielleicht überlebt er es, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Okay. Dafür war Gubi quasi da. Fuchtler, jetzt ist er auch verwirrt. Das ist schon mal okay. Jetzt wechseln wir auf Ariel. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob es reicht mit Surfer. Sind wir schneller? Ja, okay. Das müsste aber jetzt reichen. Das Problem ist, ich hätte am Anfang Surfer benutzen können, aber ich weiß nicht, ob wir genug Damage gemacht haben, weil die Stats von einem Knogger sind nicht schlecht. Die sind nicht schlecht. Das ist halt in der Entwicklung schon eine zweite und haben nicht so einen guten Special Attack. Das Surfer glaube ich nicht, man weiß es nicht. Hätte ich vielleicht riskieren müssen an der Stelle. Naja gut. Auch bei einer Niederlage weiß ich mich elegant und angemessen zu verhalten. Er ist ein Ass-Trainer unter Ass-Trainer. Naja. Ein Ass-Trainer ist das. Ja gut, jetzt haben wir wieder ein Pokémon verloren. Aber gut, das war eins, was ich sowieso nicht vermisst habe. Dafür lieber die anderen behalten. Auch wenn unser Apollo wahrscheinlich, also unser Edgar, wahrscheinlich nur irgendwie eine Glaskanone sein wird. Wie wir gerade gesehen haben, hält er nicht wirklich viel aus. Aber naja. So, einmal bitte alle hochheilen. Und dann holen wir den Paraheiler. Es gibt noch genug Chancen, Pokémon zu fangen für uns insgesamt. Also so ist es nicht. So, dann gehen wir hoch. Und wir haben ein erstes Eisrätsel. Yay. Slide. Ich wusste auch mal, wie das funktioniert. Ich rate jetzt gerade erstmal wieder. Leider gibt es dafür in der Lösung keinen hundertprozentigen Weg. Ich meine... War das so? Dann müssen wir hier hin und kämpfen erstmal. Ich habe einen Wanderer zum Vater und eine Wanderin zur Mutter. Die Berge sind mein Zuhause. Bilde dir also bloß nicht ein, gegen ein Wanderskind wie mich im Gebirge gewinnen zu können. Nee, tue ich auch nicht. Ich hab da eher Schiss. So, wie stark ihr hier alle seid, irgendwie die ganzen Gegner, Relikant. Gestein, Wasser oder irgendwie so ein Schmörkes. Machen wir mal Spiegelsalbe. Boah, sehr gut. Felsgrab. Noch viel besser. War mal ein Volltreffer. Schaubeschein. Och, gehen. Das fängt der Scheiß schon wieder an. Machen wir nochmal Schmarotzer. Ach, ich dachte, der Attack wäre vielleicht hoch genug. Aber der Attack von dem Pokémon ist wahrscheinlich nicht so geil. Wir wechseln. Und zwar wechseln wir mal auf Edgar. Komm, das muss reichen. So viel Damage macht das Ding, glaube ich, nicht gegen uns. Nehmen Suda. Okay. Und wir benutzen Donnerblitz. Wir sind sogar schneller. Was? Oh. Es ist unsere Initiative so down, dass ich nicht weiß, ob wir noch schneller sind. Ariel. Wir müssen Ariel auch mal wieder ein bisschen leveln. Oh Mann, ey, sind die Gegner hier heavy. Ja, Gena, macht nix. So, Rückkehr. Hätte ich vielleicht wirklich einfach Spukball nehmen sollen für Step, ey, anstatt zum... Okay, Edgar kriegt XP, Tomaso kriegt XP, Tomaso Level 40, ist schon mal schön. Tomaso kriegt Aufbereitung, was ist das denn für eine Attacke? Recycling eines getragenen Items, das du vor dem Kampf verwendet wurde. Ah, nee, wollen wir nicht. Du Müll-Pokémon irgendwie, das Müll benutzt. Natürlich schläft unser Pokémon jetzt. Und Rizeros kommt. Rizeros! Das wäre natürlich super für uns, mit Surfer. Schlafen wir weiter? Wir schlafen weiter. Dampfwalze, Bodenattacke. Okay, ja. Wir sind natürlich dann langsamer wieder. Lebensula hört auf zu wirken. Surfer.
immer noch am Schlafen. Aber wir sind immer noch schneller. Hammerarm. Not so effective. Seine Initiative sinkt. Yay, aufgewacht, okay. Reicht es gegen einen Rizeros mit einem Surfer? Da hat's gereicht. Ja, hätte es wahrscheinlich gegen das Knogger auch gereicht, okay. War ich zu ängstlich. Okay. Dann bitte noch einmal. Erstmal aufwecken. Können wir die Aufwecker ruhig benutzen. Ups. Und dann die Supertränke. 40 Tomaso ist schon mal okay. Edgar braucht noch ein bisschen. Ja komm, dafür machen wir dann. Zack. Haben wir dafür nicht irgendwie noch eine Beere? Ja genau, hier. Zack. Zack. Okay. Und... Ups, falsch. Wir müssen hier hin, denn da kriegen wir einen Ball. Und zwar ist es ein Eisheiler. Ja, super. Naja, immerhin, ne? Okay, jetzt müssen wir nur gucken. Ja, wir müssen hier hin. Zack, zack. So, ich guck mal eben ganz kurz. Nicht, dass wir hier... da können wir lang. Da können wir lang. Da kommen wir dann dahin. Kein Problem. Zwei Kämpfe erwarten uns. Zum einen dieser Doppelkampf. Ah, ein Doppelkampf. Wir haben keine Taktik. Wir vertrauen darauf, dass Groink und Hariyama die Sachen im Griff haben. Alle sagen, dabei sein ist alles, aber trotzdem. Aber gewinnen wollen sie natürlich trotzdem. Trotzdem gewinnen, trotzdem. Wieder mal Krips und Muckis. Psycho und Kampf-Pokémon. Boinks. Lustomaso Navi. Zeigt mal, was ihr könnt, indem ihr einfach sowas von beide Zauber scheint. Ja, beide Zauber scheint. Psycho, okay. Verteidigung muss hoch genug sein, okay. Zauberschein mit für Dumasu. Okay, Zauberschein für Navi. Ja, okay. Hariyama Weckruf. Boink. Wach, wir sind wach, wir sind wach. Schmarotzer für Groink und wieder Zauberschein für beide. Müsste eigentlich ausreichen, um zu killen. Au! Okay, das war schon mal heftiger. Okay, und jetzt Zauberschein. Wir sind ja schneller, das wussten wir ja. Sweet! Alright! Double Kill! Oh! Ein ganzes Level an XP hier. 41 für Dumasu. Sogar fast eineinhalb Level. Und 47 weiterhin für sie. Ja, ich hab's mal weitergedrückt. So. Dann einmal wieder heilen. Genau dafür haben wir die ganzen Tränke dabei. Boinks. Und zack. Aber Dumasu entwickelt sich zumindest schnell zu einem soliden Teammitglied. Oh, wildes Pokémon. Natürlich kommt jetzt bestimmt eins, was ich möchte. Ah, okay, Rosana wäre so das zweitunliebstes gewesen, was ich haben möchte. Von dem her gar nicht so schlecht, dass es jetzt kommt. Trugträne. Heul doch. Sinkt unsere Spezialverteidigung. Schmarotzer. Unlicht gegen Psycho ist effektiv. Okay. Können wir nochmal benutzen? Ja, können wir. Wir haben nicht so viele APs für Dumasu. Ist gar nicht so cool. Ich hoffe mal, es reicht, um irgendwie ansatzweise auf die Hülle zu kommen. Und wir wechseln ja dann nochmal auf Edgar. Okay. So, dann einmal hier lang und zack. Das sollten wir Kampf. Ich wechsle hier mal auf Luni. Oder... Ja. Wir können. Nee, wir können auch klar, wir können Dumasi auch benutzen. Hm. Ich vergesse immer, dass Fee ja noch eine Stärke hat als Drache. Also wogegen Fee noch gut ist. Außer Drache und Unlicht. Also das ist Kampf. Deswegen. Und vor allem gegen Kampf und Unlicht-Pokémon wie Irokex. Haben wir vielfach Effektivität. Das heißt, vielfachen Damage. Irokex wird gezaubert scheint.
Aber dann können wir gleich wirklich, müssen wir gleich wirklich wechseln. Weil wir keine Zauberschaden-AP mehr haben. Oh, nicht mal das reicht. Hallo? Au! Kampf gegen Stahl halt, ne? Ariel, unser Monster. Fall hin! Ja, sehr effektiv. Rückkehr. Boink. Fast das Level Up, aber Dumasu hat das Level Up. 42. Juitesto. Uax. Sprungfeder. Flugattacke ist gut gegen Kampf. Boing. Steinhagel wirkt nicht. Sprungfeder. Okay. Steinhagel. Wir gehen auch nur mal sicher und machen jetzt einfach das gleiche noch einmal. Okay, da müssen wir gleich mal überlegen. Also ich habe wahrscheinlich nichts, um die AP aufzufüllen für Dumasu. Deswegen müssen wir... Was? Das ging daneben? Okay, wir können es noch einmal ausprobieren. Was ich sagen wollte, wir haben, glaube ich, nicht genug AP, um die Feenattacke für Dumasu weiterhin aufrecht zu erhalten. Und dann lohnt es sich, glaube ich, nicht, ihn zu benutzen erstmal. Schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht ein Elixier oder ein Ether dabei haben. So, jetzt aber Level 48 für Ariel. Oh, plus 4 KP ist schön. Schön viel KP. Der Weg der Liebe ist steinig und voller Hindernisse. Ja, 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 ja.